hier am Tropf. Manessat. Nein, machen wir noch neu. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal Vanessa mit Zopf. Und wir hängen am Tropf. Ne? Schlecht. Ja, selbstverständlich habe ich so mal. Ich habe ja nie keinen blassen Schimmer gehabt, was das überhaupt ist, Trash-TV. Der Freund von Valentina hat eine Überweisung gepostet, wo ein Arzt angeblich gesagt hat, sie hätte Prellungen im Gesicht. Ich halte mich einfach neutral und überlasse das. Die Schweiz. 23 da. Du, nee. Danke, nein. Und danke. Da sitzen die Leute jeden Mittwoch, Nachmittag oder Abend im Sommer, aus der Stars läuft, sitzen die zusammen, 8 Kerle. Nee. Gucken Trash-TV. Rapper, ja, also ja. Und die gucken Trash-TV. Einmal pro Woche, um die Regeneration zu fördern. Vanessa hatte eine Brust-OP, seitdem spinnt auch ein bisschen ihr Immunsystem. Und das wollen wir auf Vordermann bringen mit der Vitaminkur. Und wir haben noch eine ganz andere Angelegenheit, warum wir hier sind. Und dazu würde ich sagen, fragen wir mal den Doc höchstpersönlich. Hallo zusammen, da sind wir wieder in meiner Praxis. Mein Name ist Panayotis Kalachandios und ihr seid in der DOS Orthopädie und Chirurgie in Düsseldorf. So, ja, der liebe Alex, wie du schon erwähnt hast, ist leider was passiert im Sparring. Es ist ja wünschenswert, dass man trainiert und Sparring betreibt, aber leider können auch Verletzungen entstehen. Und in dem Falle hat er sich leider die Nase gebrochen, wie es im Nachhinein rausgekommen ist. Ja, kann passieren, es ist ein Teil des Sports. Verletzungen können immer entstehen. Und die Frage ist, wie hart man ist und wie sehr man das weiterhin durchziehen kann, seine Trainingseinheiten. Trotz der kleinen Handicaps, die entstehen. Du hast schon das erste Handicap gehabt, die Bizepssehne bei dir, haben wir schon anbehandelt. Da waren wir halt froh, dass das geklappt hat. Ja. Jetzt kommt das nächste auf uns zu, aber wir wären keine Profis, wenn wir auch nicht damit umgehen könnten. Richtig. So, deswegen gibt es keine Bedenken von meiner Seite, das ist klar. Man muss sich natürlich das Sparring jetzt ein bisschen anders gestalten, also da sollten keine Schläge mehr vom Kopf fallen. Wegen der Erschütterung. Im Moment hat er zum Glück einen unverschobenen Bruch. Deswegen muss man das jetzt nicht operativ behandeln. Ich zeige euch mal das Bildchen dazu. Mit der Wolf. So. Das ist die Nase. Die Nase besteht aus zwei Teilen. Einmal aus dem knöchernen Anteil und aus dem knorpeligen Anteil. Und am Knochen hier, wie man sehen kann, ist hier die Bruchlinie zu sehen. Also. Aber wie gesagt, in einer Achse stehend, nicht verschoben. Deswegen kann man das sicherlich noch konservativ so belassen. Das hält in der Regel wieder zusammen. Das heißt, Alex, 4 bis 6 Wochen müsst ihr ein bisschen Zeit brauchen, bis er wieder zusammenwächst. Der Knochen braucht halt eine gewisse Zeit. In der Zeit sollten eben keine Schädigungen passieren, insbesondere keine Schläge auf die Nase. Ja. Hast du dann, Kampf ist in 2,5 Wochen. Ich werde trotzdem antreten und ich werde auch trotzdem gewinnen. Wie stabil wird die Nase sein? Ich weiß, dass ich sie jetzt nicht ausreden kann. Insofern versuche ich es gar nicht. Ja, also in der Regel, von meiner Erfahrung, nach 2 Wochen bindet der Knochen schon aufeinander. Das heißt, wenn man, auch wenn der Schien geschient werden würde, wäre natürlich optimaler, wenn der Knochen dann eine zusätzliche Unterstützung hat, aber da brauchen wir es erstmal nicht. Aber nach 2 Wochen ist das schon relativ fest. Natürlich keine Garantie, dass es nicht wieder bricht, aber es kann natürlich auch ohne vorherigen Bruch neu brechen, einfach im Rahmen des Kampfes. Deswegen ja, ja. Ist es ein Schicksal. Ja. Ich denke mal, du wirst es sowieso riskieren, entweder das hält oder das hält nicht. Was hier drin steckt, ist natürlich hochgradig geheim. Es ist ein Vitamincocktail, der aber auch dafür sorgt, dass sie definitiv schneller regenerieren und dass das Immunsystem einfach gestellt ist. Richtig. Alles zugelassene Inhaltsstoffe natürlich. Also auch interessant für Leute, die im Winter vielleicht eher krank werden. Zum Beispiel, genau. Das Immunsystem sterben. Das ist einfach ein Plastikschlauch. Jetzt ziehen wir jetzt raus. Wunderbar. Fertig. Aufhalten. Oh, das ist gut. Bluttropfen ist da. Tröpfchen. Jetzt machen wir das mal ab. Vanessa ist ein. Ist der größte Schisser, leider. Was heißt leider? Ist schon süß. Ich verblute. Ah, geschafft.
Ist es weg? Ist weg. Boah, ich hasse es. Ey, du hast mich angeblutet. Nein, ich bin da. Oh, du hast Blut drin. Ja, du hast mich angespritzt mit deinem Blut. Oh. Das ist schlimm. Ich mach's daneben gelaufen. Musst du ja verlegen. Tatsache. Ich seh's jetzt schon kommen. Du hast ja neuerdings eine Wäscherei aufgemacht, ne? Ja, du hast das Kommentar nicht mal geliked. Was? Ja, was soll ich da liken? Falsch mit dir. Ja, ich brauch das nicht. Ich halt das einfach so. Boah, du mal mit deinem, ich brauch das nicht. Ich brauch das. Ein maskuliner Mann braucht das. Weil ich ein maskuliner Mann bin. Deswegen. Und das stört mich. Ja. Sicher? Ja, ja, das ist gleich. Also guck mal, bei mir blutet. Sonst hast du gleich die ganze Hose voll, ne? Ja. Na, das wasche ich dann nicht. Ich glaub schon so. Du gehst dann, klar, die wird erstmal nach ein paar Tagen weiter abspielen. Das ist ja wahrscheinlich, dass du von innen her die Nasenschleimhaut ein bisschen geschwollen. Deswegen kriegt man meistens ein bisschen schwieriger Luft. Nee. Aber im Moment ist das super, ich kriege richtig gut Luft. Ehrlich, besser als vorher, glaube ich. Hast du gerade geboxt? Ja, gerade geboxt. Ehrlich, die war ja vorher einmal gebrochen vom Fußball mit dem Ellenbogen. So. 15 Jahre her. Jetzt auch nicht besser. Ja, schnarchen tut er trotzdem. Das ist leider nicht besser geworden. Muss man noch ein paar Mal drauf machen, damit das gerichtet wird. Mit Nasenpflaster war es nicht so. Nasenpflaster nicht, nee. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to... Mitten in der Nacht bin ich geweckt und aus dem Bett rausgetreten. Ja? Und dann darf ich in der Couch übernachten. Und dann ist es immer... Ich werde 10 Mal in der Nacht fahren. Ja, weil ich nicht einschlafen kann. Der sagt so, stör mich nicht, wenn ich schlafe. Und ich sag, du sei mal froh, dass du überhaupt schon geschlafen hast. Ich kann nicht mehr einschlafen, weil du so nervst. Ja, das ist schon. Aber ich darf im Bett bleiben. Ja? Noch. Probier das mal mit dem Pflaster. Gleich hilft dir das. Das reduziert auf jeden Fall den Schmerz. Und du mehr Luft kriegst, kannst du besser nicht in die Nase. Hier, wie gesagt, hat man einen Bruch. Die Bruchlinie, ein unverschobener Knochenbruch. Mhm. Man muss halt wissen, es gibt halt zwei Anteile von der Nase. Den knochigen Anteil und den knorpeligen Anteil, den man hier nicht erkennen kann. Und das ist dann eine Ebene, wie man oben das Bild gemacht hat, aber du siehst es halt nicht von vorne, wie das genau ausschaut. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, es gibt wie so eine Pyramide, ist das aufgebaut, dieser knöchelnde Anteil. Und die Frage ist immer, wann muss ich sowas operieren lassen, wann nicht halt. Ne? In der Regel braucht so ein unverschobener Bruch wie bei dir in der Regel 4 bis 6 Wochen, bis er richtig verheilt ist. Und in dieser Phase ist eine gewisse Instabilität da, deswegen solltest du eben keine Schläge drauf bekommen direkt, weil dann kann auf einmal die Nase nach der Seite wegkippen. Ja. Mal dieses knöchelnde Dach, dieses Dreieck, sage ich mal, diese Pyramide kann eben wegweichen von der Achse. Und wenn das in dieser Position wieder verfestigt, dann kriegst du das nicht mehr zurück. Mhm. Da kann man das nur operativ behandeln, indem man ein Stückchen vom Knochen wegnimmt und das Ganze wieder zurückschränkt. Und dann muss wieder 4 bis 6 Wochen vorbei sein, bis es wieder abgeheilt ist, mit Gipsbehandlung und Tamponaden von hinten her. Deswegen... Oder nochmal brechen lassen. Ja, du weißt ja nicht, wie ich die Richtung besser vermache. Ne? Aber damit du es dann wieder gerade hast, musst du wieder das Ganze in Kauf nehmen. Ja. Deswegen sollte man ein bisschen aufpassen in der Zeit. Mhm. Und das ist kein Extremfall, was du hast. Das wird wieder verheilen. Und klar, man möchte immer das Beste für dich machen, damit das am schnellsten verheilt. Aber manchmal ist die einfachste und beste Zuzeit einfach Zeit. Sag mal, wie viele Tage sind schon um? Am Samstag war das, ne? Samstag? Ja, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, vierter Tag. Vierter Tag, ja. Ich sag mal so, bis zum Kampf wird das halbwegs fest sein. Klar, einen Schlag kannst du trotzdem drauf bekommen, die kann wieder brechen, theoretisch. Danke. Aber die würde auch so theoretisch brechen können, auch wenn die nicht angebrochen wäre. Ja, insofern ist es halt ein Box, ist es ein Boxsport, das gehört dazu leider. Ja. Jeden Boxer, den du fragst, haben sich mal schon die Nase gebrochen. Und die ganzen von der professionellen Kampfsportszene, die Jungs, die ich kenne, die kämpfen alle immer weiter. Klar ist das nicht zu empfehlen und nicht gesund, aber die Köpfe kann man natürlich nicht verändern und die eben auch bremsen. Das ist der Preis des Erfolges, den man dann zahlt in solchen Fällen. Das ist jetzt nichts lebensgefährlich, sage ich mal. Im schlimmsten Fall ist halt die Nase ein bisschen schief und das war's. Es ist jetzt kein Wunder. Die schiefe Nase. Oh, okay, meinst du da aus, die Stelle schief? Gerade gefällt sie mir besser, aber. Vorher nicht, ne? Nee, ja.
Die ist deutlich schiefer als vorher. Also ich finde, sind geschwollen. Es sind sehr viel mehr geschwollen. Aber das geht ja weg. Das ist eine Schwellung. Will okay. Ja. Das linke Auge gefällt mir nicht ganz gut. Sieht mal ein bisschen Farbe im Gesicht. Sonst immer so blass aus. Hast du einen Anzug? Oder? Oh. Farbliche Abstimmung. Wie gesagt, aber mach einfach weiter, trainiere, sag dann einfach nicht ins Gesicht hauen. Das war's. So machen wir das. Kratzentraining kannst du sowieso machen. Klar, super. Alles kann ich heute machen, außer Sparring. Ja, dann wollen wir gleich noch Tschüss sagen und du hast noch vergessen, dass noch der Kanal abonniert werden soll, richtig? Okay, ja, stimmt, richtig. Abonniert den Kanal, auf jeden Fall, Leute, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Klickt auf die Glocke, hinterlasst eure Anregungen in den Kommentaren. Sonst gebt auf die Glocke. Hey. Dankeschön. Nein, Gewalt ist keine Lösung. So. Ne? Richtig. Richtig. Oder? Richtig. Oder? Selbstverständlich, aber wieso machen? Ich hatte ja nie keine blassen Schimmer gehabt, was das überhaupt ist, Trash-TV. Bis auf meine Freundin, die in mein Leben gekommen ist, sag ich mal. Und jeden Abend musste ich gezwungenermaßen dazu gucken auf diese Shows. Und irgendwann habe ich angefangen. Und eins, zwei, das dritte Mal, das vierte Mal, irgendwann bin ich drauf hängen geblieben mittlerweile. Es ist peinlich, aber ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige. Viele Anwälte, viele Ingenieure, viele Doktoren, Leute, die wirklich einen gesellschaftlich hoch angesehenen Beruf haben, gestanden im Leben sind, schauen sich das an, um einfach runterzufahren. Ja, es ist etwas anderes. Das sind so Emotionen, die man mitbekommt. Das ist immer so, wenn man auf der Straße so, ich sage jetzt nicht, dass ihr streitet, aber wenn man sieht, die Leute, die streiten oder ein Pärchen, da kommt man immer hin. Automatisch, wie man, du weißt, wie beim Unfall, weißt du, ob du hingucken sollst oder nicht weggucken sollst. Irgendwie, du hast dazwischen. Und diese Emotion, die kriegst du jetzt am laufenden Band durch diese Shows halt. Ne? Und vor allem bei der, wie nennt sich das jetzt, die Show, okay, Sommer aus der Straße. Ne? Das ist ja auf maximal Level, das hochgeputzt worden, dieses Thema. Deswegen alle fiebern die nächste Woche entgegen, wenn die nächste Folge rauskommt und so zu sehen, was passiert. Möchtest du schon spoilern hier? Alex darf das ja nicht, aber du vielleicht. Ne? Ich? Darf ich spoilern? Wovon? Was? Was ich hab keine Ahnung. Ich dachte, du hättest jetzt schon die neueste Folge raus. Achso, ja, auf RTL Plus. Auf RTL Plus. Auf RTL Plus hab ich's gesehen. Willst du das hören? Ja, bist du das Mikro? Ja, aber natürlich der Trash, der Kampf, der entstanden ist zwischen der Valentina und dem Gigi natürlich. Ne? Das ist natürlich das Hauptthema gewesen. Ja, was ich natürlich, gut, ich will jetzt nicht polarisieren, das ist nicht mein Beruf, ich muss nur dranbleiben. Aber es ist natürlich ein Streifen der Hand über dem Gesicht löst noch lange keine Prellung aus. Hast du diese Überweisung gesehen? Der Freund von Valentina hat eine Überweisung gepostet, wo ein Arzt angeblich gesagt hat, sie hätte Prellung im Gesicht. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie ja nicht untersucht. Ich kann dazu auch nicht sagen eigentlich. Ich habe sie deswegen, weil ich nicht gesehen habe. Aber das, was man von den Bildern sah nicht dramatisch aus. Deswegen halte ich mich einfach neutral und überlasse das dann. Die Schweiz, ne? Das meinst ja. Natürlich gucke ich Trends, wie du guckst, Fresh, wie du auch. Ich so, ja, durch meine Freundin, ja, ich durch auch durch meine Freundin. Immer durch die Freundin. Da sitzen die Leute jeden Mittwochnachmittag oder Abend im Sommer aus der Stars läuft, sitzen sie zusammen, acht Kerle. Ja. Gucken Trash TV. Rapper, ja, und die gucken Trash TV. Ich lache mich, ich habe mich krank gemacht. Ich hatte ja damals bei Temptation auch einen Kommentar gedroppt bei uns. Der war richtig im Blut. Da war ich voll erschrocken drüber. Weil ich mir dachte, du guckst Trash TV und du interessierst dich gerade echt für dieses Drama hier. Ein Fahrradbang, weißt du, das hat auch in meinem Kopf nicht so gepasst. Das ist krass, muss ich es auch nicht. Aber krass, ich fand das echt lustig, dass ihr. Es ist nur, nicht nur mir so geht. So brauche ich keine Schuldgefühle zu haben, wenn Leute erfahren, dass ich Trash TV gucke. Bin ich der Einzige. Nur wegen meiner Freundin. Ja, das ist immer nur wegen meiner Freundin. Das läuft dann immer im Hintergrund. Manchmal gucke ich so zu. Aber Bruder, kann ich ein Selfie für meine Freundin? So, immer. Was denkst du, warum ich ein Herz für Ältere habe? Ein Herz für Ältere, das klingt so. Als würde ich gerne im Seniorenheim. Aber das stimmt schon. Mit dem Alter werden die Männer, die meisten, die schon potenziell vorher hübsch waren, noch hübsch. Ist so. Ja. Mehr davon. Ist so. Ist so. Auch du. Also hätte ich dich mit 25, 23. Ich hätte dich gar nicht kennengelernt, Boris. Ja, aber angenommen, du würdest jetzt so aussehen, wie du aussahst mit 23, da. Du. Nee. Danke, nein. Und danke. Ja.
Also. Ich fess dich genommen, Alex. Danke auch. Dankeschön. Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ich nicht wieder was habe. Du bist jetzt tschüss.